Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Sunshine. Wir machen jetzt weiter in Playa de Sol und holen jetzt ein paar weitere Shine Sprites ab. Ich habe jetzt auch nachgeschaut, bei welcher Mission mit die 100 Münzen Challenge noch angehen können bei Playa de Sol, und zwar nämlich bei der allerletzten. Also bei Kapitel 8, also das wird noch eine Zeit dauern. Wir machen jetzt mal so viel, wie es jetzt noch geht in dem Part auf diesem Level. Es könnte sein, dass wir dann... Ja gut, also dann, wenn dann die 100 Münzen Challenge dann ausgeht, werden wir auf jeden Fall versuchen, auch die restlichen blauen Münzen zu kriegen. Wobei es, glaube ich, noch gar nicht möglich ist, wieder alles zu kriegen, weil wir dann auch wieder etwas bräuchten. Aber jetzt erstmal zur Aufgabe. Jetzt müssen wir halt die Dünenwurzel finden, die halt die große Sandburg bauen lässt. Die ist es nicht. Die ist es aber. Jetzt erscheint da eine Sandburg und da durch das Tor müsst ihr jetzt gehen. Aber lasst doch nicht allzu viel Zeit, weil nach einer Zeit bricht das schon in sich zusammen. Und wir kriegen natürlich den Dreck weg wieder geklaut. Das heißt, wir haben jetzt wieder das klassische Jump-and-Run-Feeling. Deswegen habe ich jetzt auch gewartet, weil dass ich jetzt das beides auch in dem Part lösen kann, damit ich auf jeden Fall eine maximale Zeit habe. Und bei diesen Sandblöcken müssen wir jetzt halt eben wandern und nicht zu lange stehen bleiben, denn die werden nach der Zeit auch verschwinden. Also bei den Festblöcken, aber es sollte eigentlich machbar sein. Es ist jetzt nicht gerade das... große Schwierigkeit. Die große Schwierigkeit liegt eher dort drüben. Ja, und ich hab's genau schön klassisch verkackt. Ich bin gut, Mann. Ich bin sowas von gut. Ich bin der weltgrößte Champion im Sterben. Das war jetzt selten dämlich. Ein Moment. Vielleicht habt ihr es jetzt gehört, ich habe mir gerade eine selber mitgegeben. Ach, ich immer gerne, wenn ich zu blöd spiele. Dann vielleicht lerne ich dann daraus. Das war jetzt wirklich selten dämlich von mir. Ein Hechtsprung. Und da musste ich mir jetzt gerade selbst ein Ohrfeige geben. Ja gut, ein Ohrfeige war es jetzt halt nicht, aber es hört sich halt wie eine Ohrfeige an. Ehrlich, ich hasse diese Blöcke, wenn sie dann nicht mehr gerne wieder... Oh, wo ist die Shine Sprite? Ach, hier. Das ist halt der schwierige Teil. Also, wenn ich dort würde Leben verlieren, dann hätte ich es auf jeden Fall immer noch akzeptiert, aber gerade am Anfang... Ehrlich, da habe ich es auf jeden Fall nicht anders verdient, wenn ich mir eine selbst eine Ohrfeige verpasse. Wobei es keine ist, weil ich kann sie nicht tun, weil ich das Headset noch habe. Ich kann wahrscheinlich das Headset absetzen und dann mir eine Ohrfeige verpassen. Das geht nicht. Naja, aber kommen jetzt auch wieder zu dieser roten Mütze-Challenge, auch bei dieser Aufgabe. Dann haben wir dann auch den zweiten Secret Shine Sprite von dem Level. Dann ist alles wieder in bester Ordnung. Nur die roten Münzen, die könnten ein bisschen herausfordernd sein. Aber ich denke, das kriege ich hin. Mach mir jetzt eine Challenge, wenn ich das im First Try schaffe, dann... werde ich die Ohrfeige zurücknehmen. Dann werde ich sagen, ich habe doch Skill, also dann werde ich nämlich die Dummheit mal einmal verzeihen. Sollte ich jetzt aber doch nicht den First Try schaffen, dann werde ich es behalten. Ein extra Ansporn, damit ich es jetzt im First Try schaffe. Die 100 Münzen. Die 8 roten Münzen, das ist jetzt eine extra Challenge für mich. Naja, aber ich werde jetzt auch wieder stillschweigend bewahren, wenn es notwendig sein müsste, aber jetzt werden wir es noch so probieren. Wir haben eine Minute Zeit für 8 rote Münzen und die sind da auf der Strecke verteilt. Ein paar auch am Ende.
Und jetzt haben wir auch mit dem Dreckweg 0817 auch einen Part. Okay, also die Münze ist auf jeden Fall fies platziert. Gut, dass ich auf jeden Fall die One-Ups eingesammelt habe, so in der Zwischenzeit. Weiß aber nicht, wie viel ich noch habe. Oh, zweiter Versuch. Wenn es wieder zu viele Versuche brauchen sollte, dann wird es halt wieder einen Schnitt geben. Und dann sage ich das und dann braucht es dann doch keinen Schnitt, oder wie? So, jetzt sind doch welche hier in den Ecken. Dann glaube ich noch welche oben. Die Blöcke scheinen nach einer Zeit wieder. Und deswegen ist die Aufgabe einfacher, wenn man den Dreck 0817 hat. So, wir könnten dann das One-Up dann auch noch einsammeln, wenn wir wollen. Und ich glaube, ich tue das sogar. Einfach nur als Symbol. So. Und auf jeden Fall versucht nicht zu stylen bei solchen Aufgaben. Das kann man wirklich auch mal ins Auge gehen. Bestes Beispiel beim Tom Dendo, der hat mal bei der einen stylen wollen bei Parker Fortuna und ist dann schön neben der Scheinsprei durchgesprungen oder drunter und ist dann in den Tod gestürzt. Also auf jeden Fall, wenn ihr stylen wollt, dann lasst es bitte sein, weil es kommt nichts Gutes dabei raus. Ehrlich nicht. Denn es kommt wirklich nichts Gutes dabei raus. Außer einen Fail. Und wenn es so gut läuft, dann können wir sogar im nächsten, im nächsten Part auch schon die 100 Münzen machen. Aber kommen wir jetzt zu Kapitel 2, Spiegelspiele. Und ich bezweifle, dass wir das im nächsten Part schon lösen können. Dort wird mir halt ein Level fortschieben, ein paar, und dann wird mir das dann halt im nächsten lösen. Alarm, Alarm! Sie auf der Spitze des Turms! Da hat sich ein Wickler breit gemacht. Ein komisches Vieh hat sich dort oben gemütlich gemacht. Das könnte für die Seite des legendären Sandvogels gefährlich sein. Ja, könnte. Wird es das? Ach, ich glaube, bei dieser Münzenreihe ist sogar mal eine blaue dabei. Ja, später. Aber jetzt müsste eigentlich die steckte Scheinsbreit-Symbol hier sein. Weil jetzt die Sandburg nicht mehr existiert. Und schöne Augen. Aber es ist nicht perfekt gelegt. Wäre jetzt der Schatten der Münze hier gewesen, dann wäre es noch ein schönes Augenpaar gewesen. Die Scheinsbreit-Symbol. Naja, aber jetzt kümmern wir uns auf die Aufgabe, weil die Baumünze haben wir schon zum größten Teil allein gesammelt. Kommen dann höchstens noch ein paar dazu, nach ein paar Kapiteln. Und vor allem auch in einem anderen Abschnitt, das dann auch wieder eine schwierige Aufgabe darstellen könnte. Ja, und auf jeden Fall um diese Viecher sollten wir uns dann kümmern, weil sie sind nicht gut für den Sandvogel. Auf jeden Fall müsste sie auf eine Seite schieben und sie dann per Katapulteffekt weghauen. Und halt bei mehreren könnte es halt schwierig sein, weil da war jetzt ja nur eine drauf. Aber dort, wo 2 und 3 sind, das könnte auf jeden Fall ein bisschen schwieriger werden, es direkt zu lösen. Aber wir geben uns Bestes. Und tschüss. Okay, das hat nicht funktioniert. Dann halt nochmal. Muss ich es ein bisschen so platzieren.
Stopp. Und weg. Hat der zweite Rad ein bisschen zu. So, und ich glaube. Das Nest abwarten. Und zwar jetzt. Ich habe ihn zum Rand gedrängt. Was willst du noch mehr? Willst du noch extra Einladung oder wie? Dankeschön. Aber solche Rage-Anfälle wie bei Metroid Prime 3 Corruption werde ich auf jeden Fall nicht kriegen, das kann ich schon mal garantieren. Das Projekt ist einfach so, sagen für mich jetzt auch wie eine echte Entspannung. Bei Metroid Prime 3 Corruption, das war wirklich die Hölle pur. Alle drei gleichzeitig. Das habe ich noch nie geschafft. Und der Wickler fällt in sich zusammen. Er hat zu viel Sonnen abbekommen. Ja, das passiert, wenn man Sonnenbrand kriegt. Man fliegt in Einzelteile. Mein Geheimnis, das ist nicht so. Gut, dass es auch wirklich nicht so ist, weil wenn ihr einen Sonnenbrand bekommen würdet, würde er dann in Einzelteile zerfallen. Was würden dann die Ärzte sagen? Die dürfen dann immer wieder so. Das wird dann für sie auch wieder nicht puzzeln. Da dürfen sie nämlich einen Patienten zusammenpuzzeln. Und dort, wo auch das Symbol erschien, da ist jetzt auch das Shine-Sprite erschienen. Und an Blaumünzen sieht es auch schon mal gut aus. Wir könnten schon mal 9 weiterholen. Dann hätten wir sogar 42 Sinn des Lebens. Nämlich die Zahl 42 sollte Sinn des Lebens. Mehr darüber kann ich nicht sagen. Nur so viel. 24 Leben habe ich also noch. Aber jetzt auf zum nächsten Kapitel. Kapitel 3. Wilder Wickler Widerstand. Der ist jetzt sauer. Der hat jetzt gerade einen OP hinter sich und jetzt wütet er rum. Wir müssen jetzt halt mit Hilfe der Dünenwurzel ihn zu Fall bringen. Okay, wieso jetzt das nicht funktioniert, das begreife ich nicht. Wahrscheinlich muss es der vordere Teil sein. Ja, damit er dann eben umfällt. Und dann müsst ihr eben die markierte Stelle angreifen von ihm, um ihm zu schaden. Und mit jedem Mal wird er immer wie schneller und schlägt andere Routen ein. Du wirst mir schon halt herausfinden, wo genau er durch will. Und dann diese Hühner dann halt auch benutzen, um ihn wieder zum Fall zu bringen. Weil zum Beispiel glaube ich auch diese hier. Ich warte jetzt mal ab, komm. Das war jetzt ein bisschen zu früh. Okay, dann ist es wahrscheinlich die da drüben. Die dort auf der Insel. Nein, da ist. Dort ist doch eine. Oh, jetzt. Mit der wieder umfällt. Dann wieder das Glied angreifen. Und jetzt wird er noch schneller, noch wütender. Könnt ihr die Wickler, die werden halt schnell wütend. Und jetzt ist er echt wütend.
Ja, ich würde auch nicht anders reagieren, wenn man jemanden bei einem schönen Ort stört. Tut mir leid, aber du warst nun mal im Weg. Man neigt auch nichts dafür. Okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Dann halt nochmal. Okay, das war jetzt ein bisschen zu spät. Das hat jetzt funktioniert. Aber dass er gleich dort drüben ist, das wird ein bisschen schwierig. Und wie in klassischen Plattenspielen, der mal einen Sprung in der Schüssel hat, geht die Musik aus und der Wickler ist besiegt. Sagen wir so, das finde ich immer am witzigsten in solchen Tönen. Weiß nicht, vielleicht werde ich doch aus dem... Ich bin ja vor dem Jahr, vor dem zweiten, also vor dem Millennium-Jahr geboren, also ja 1989, vielleicht deswegen. Wir hatten ja damals noch einen Schallplattenspieler zu Hause. Aber als ich 6 Jahre alt war, haben wir halt noch nicht mehr benutzt. Aber immerhin, wir haben jetzt auch diese Shine-Sprite und dann können wir uns um die nächste widmen. Was auch immer es ist. Und in diesem Tempo könnte es sogar sein, dass wir dann gleich auch schon dieses Level dann durchhaben. Dann wir mal so spät den nächsten Part. Wenn wir jetzt mal von der 100 Münzen Challenge absieht, safe, wenn man die jetzt noch mit dazu rechnet, vielleicht. Aber kommen wir jetzt zu Kapitel 4. Die Geburt des Sandvogels. Und ich sagte euch, das wird jetzt schwierig. Weil jetzt dürfen wir dann halt auf diesem Sandvogel reiten und halt rote Münzen einsammeln. Und unterwegs wird noch ein paar Wolken sein, in dem auch noch blaue Münzen sind. Die müssen wir gleichzeitig auch noch einsammeln. Deswegen wird das auf jeden Fall eine sehr entspannende... Ja gut, nicht entspannende, sehr... hervorragende Aufgabe sein. Die Graffitis, falls dann noch welche erschienen sind, das können wir uns dann später... So, Sand weg. Man kann auch dies hier bespritzen, dass dann hier eine Sandtreppe erscheint. Aber normalerweise mache ich es immer mit Walljumps, das ist stylischer. Ja, ich glaube, spätestens sind wir dann, wenn Mario Morgana sein Unwesen getrieben hat, sollten auf jeden Fall ein paar neue Flecken erschienen sein. Und wir können einfach mal zwischendurch immer abschauen, ob wir welche finden. Und da müssen wir jetzt rein. Und schon sind wir in diesem Level. Im großen Sandvogel. Okay, und ich habe schon, glaube ich, die erste Münze gesehen. Wenn ich jetzt noch einen Vogel drauf käme, wäre es noch gut. Ne, ich hab's versaut. Weil ich hab's ja zu spät gemerkt. Das ist das Problem. Gut, wer es auf jeden Fall sicher haben will, dann kann ich auch zuerst die blauen Münzen sammeln, bevor er die roten nimmt. So, jetzt will ich nur wissen, wo die nächste Wolke ist. Dort. Nur mit deinem One-Up. Kann mir eigentlich gestorben bleiben, aber hier ist der blaue. Ich glaube, ich bleibe jetzt auch in der Perspektive. So, komme ich auf die Hoffnung? Nein. Jetzt. Muss ich nur auf diesen Schweif drauf. So, gibt es noch unterwegs noch irgendeine Wolke? Ja, dort drüben.
Gegner, sobald er wieder den Neigungswinkel ändert. Ein bisschen mit Schwebedüse gegenarbeiten. So, jetzt holen wir mal diese Münze hier und den am Schweif. Warten wir jetzt mal. Okay, die Münze habe ich jetzt auch. Er dreht jetzt dann gleich nochmal eine Seitenrunde. Die letzte! Wieso ist er jetzt runtergerutscht? Kannst du mir das erklären, Mario? Wieso bist du jetzt runtergerutscht? Wieso? Bist du runtergerutscht? Aber ich glaube, die blauen habe ich alle. Weil ich bin hier eigentlich stillgestanden und der rutscht dann einfach rum. Seht ihr? Jetzt wollte er schon wieder machen. Ja, Mario für Arbeit verweigert schon die Arbeit. Ehrlich, mach das nochmal und dann hast du ein Problem. Die Wolke wollte mich jetzt auch schon fast töten. So, bei der ersten Wende kann man halt sich noch über diese Wolke retten. Wenn man dann eben dann den Schweif betritt. Wenn einfach nur noch die auf der anderen Seite. Nur ruhig. Das kriegen wir hin. Mach jetzt mal einmal auf Rüdiger in Birdman-Modus. Besser mal so richtig gechillt. Jetzt sind wir auch bald auch oben. Wir lassen uns nicht hetzen. Sammeln uns die letzte Münze ein. Schauen nochmal, ob wir auch wirklich alle blauen haben. Oder ob da noch irgendwo eine rumschwirrt. Einfach sehe ich keine. Dann haben wir wohl alles richtig gemacht. Und uns die letzte rote Münze und auch den Shine-Sprite. Und momentan haben wir 25 der blauen Münzen. So viele sind auch wieder nicht mehr. An einen kann ich mich erinnern, den ich noch nicht mal bekäme. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich 29 holen kann. Also wir haben jetzt 25. Jetzt haben wir auch die Shine Sprite. Jetzt machen wir mal auf Pause. Wir wollen es auch nicht gerade übertreiben, sonst schließlich auf seinen Verantwortung gewachsen. Birdman-Modus. So, dann ab ins nächste Kapitel. Jetzt kommen auch die einfacheren. Weil das Schwierige wird auf jeden Fall die 100 Münzen. Jetzt kommen wir auch schon zu einem neuen. Kapitel 5. Palmatrons Sandsprint. Und zu Palmatron gibt es nämlich ein Easter Egg. Und zwar ähnelt der einem der Charakter aus einem der anderen Spielen. Und zwar zu dem Genre aus The Legend of Zelda gleicht er nämlich einer der Charaktere. Und ich werde dann, wenn wir das letzte Mal gegen ihn sprinten, werde ich dann auflösen, wer er repräsentiert dort. Der mysteriöse Palmatron. Wenn man jetzt ein bisschen näher betrachtet, sieht man, dass er kein richtiger Palma ist, sondern er ein Mensch. Ihr könnt jetzt mal überlegen und eure Tipps mal so reinschreiben. Und dann, wenn wir das letzte Mal gegen ihn angetreten haben, dann wollen wir mal sehen, ob ihr richtig liegt. Ich glaube, ich überprüfe das dann mal. Na gut, sofern mich YouTube nicht mich versagt. Ich bin Palmatron und wir rennen jetzt bis zu dieser Fahne. Ein Rennen bis zur Zielflagge. Einer kann triumphieren. Momentaner Rekord bei 35 Sekunden. Ist bereit, dann fertig und los! Und wir haben gerade gesehen können.
schon die rote Düse abholen. So, hier über den Wandsprung. Ich kann auch hier noch ein bisschen abkürzen. So sieht man innerhalb von 23 Sekunden am Ziel. Da kommt er auch schon. Wie? Du bist nicht schlecht. Und auch recht flink. Was mich ein wenig beeindruckt. Aber wir sehen uns wieder. Und Tschüssikowski. Bevor wir uns dieses Scheinsbreit abholen, schalte ich jetzt noch die Raketendüse frei. Ich könnte auch diese Palmas helfen auch mal mit Schildern aus. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wo lang es geht. Weil wenn man die Box schon hat, dann ist alles in Ordnung. Dann braucht man die später auch nicht zu holen. Weil sobald wir sie einmal freigeschaltet haben, sind sie auch in jedem Kapitel verfügbar, wenn die Box dann auch existiert. So, und jetzt mit dieser Rakettenfüße werden wir jetzt hochfliegen und ich glaube... Ah, das ist jetzt ein bisschen blöd. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten über. Wobei, eine Aufgabe können wir noch machen. Hier. Und wenn es jetzt dann ein bisschen zu lange gehen soll, dass er mehr als ich eigentlich geplant habe, sehen wir das mal so als extra Minuten an. Und wenn ich das dann habe ich dann auch schon bald auch die Voraussetzung, dass ich dann auch die 100 Münzen holen werde. Und zwar werde ich es dann so machen. Wenn dann Kapitel 8 läuft, werde ich gleichzeitig... Nein, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Die werden ja aus dem Level geschmissen, auch wenn man die Bonus-Scheins bereits aussammelt. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Vergesst es einfach. Und jetzt noch eine kleine, schnelle Challenge. Zum Abschluss. Rote Münzen im Korallenriff, Kapitel 6. Eigentlich lieber andersrum, aber egal. Man kann es so trennen und wenden, wie man es will, ist egal. Die sind jetzt da in und um dem Korallenriff versteckt, also eigentlich schön in der Nähe. Dann fehlt uns dann nur noch Kapitel 7 und 8, was wir dann im nächsten Part angehen werden. Und je nach Zeit werde ich vielleicht noch versuchen, die 100 Münzen noch im selbigen Part zu erledigen. Notfallbedingt würde ich dann ein Part weiter warten, würde dann das dann angehen. Das wird mir wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen mehr Zeit fressen, also da möchte ich dann schon lieber eher einen eigenen Part dazu widmen. Sollte jetzt wirklich der Fall eintreten, dass es wirklich sau lange dauert. Ach, die roten Fische sollte man beachten, die haben meistens auch mal rote Münzen. Diese komischen Fische sind auch wieder da. Aber sonst im Korallenriff nach roten Münzen zu tauchen, ist auch nicht schlecht. Wenn das noch im Relief gehen würde, wäre es sogar noch schöner, aber das geht halt nicht. Wenn man so in der oberen Ansicht ist, dann sieht man die Münzen auch her. Und da ist schon eine. Wenn ihr schnell schwimmen wollt, dann drückt immer A und B. Swift. Beim Tauchen. Also B, A, B, A, B, A, B, A. Könnt ihr auf jeden Fall schneller schwimmen. Da ist auch noch eine gut versteckt hinter diesen Korallen. Aber uns geht das so gut wie gar nichts. Und wieso Mario jetzt da durch den Korallen schwimmen kann, kann keiner erklären. Nicht einmal ich selbst. So, dann geht's hier weiter. Suchen wir noch ein paar weitere roten Münzen. Das wäre jetzt schon die vierte. Dann die fünfte ist gleich hier nebenan. Auch gut versteckt. Und ich glaube, zwei roten Münzen sind halt in den Fischschwärmen. Und dort ist gerade eine.
Dort ihr deswegen könnt sich reinglitschen. Okay, wo ist jetzt die rote Münze genau? Da. Das ist halt eine der schwierigen Münzen. Aber mit dem Schwimmtrick, den ich euch ja gezeigt habe, ist das einfach machbar. So, jetzt werden nur noch die zwei letzten roten Münzen, die hier irgendwo noch versteckt sind. Zum Beispiel hier unten ist eine. Und dann die allerletzte ist noch dort. Im Endeffekt eine schnell gelöste Mission. So für den kleinen Entspannung. Nächstes Parton mit dann die letzten zwei Kapitel und je nach Zeit vielleicht auch noch die 100 roten Münzen. Zumindest bemühe ich mich das und da wird es dann auch wieder ein Thema geben, was ich mir jetzt gerade im Vorfeld überlege. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Part. Ciao!